Weiter geht es mit Civ 6, euch allen. Viel Vergnügen hier. Auf geht's. Ich hatte eben in der letzten halben Stunde etwas schneller gespielt und um der Wahrheit die Ehre zu geben, so machen wir es weiter hier. In dem Tempo von eben. So, einmal ein Skandal erfinden, 90% Wahrscheinlichkeit, weil er einen Skill hat. Dadurch würden wir ordentlich Gesandte abziehen. Bei einem Zweitplatzierten, das waren, glaube ich, die Gallier. Und dann wollten wir hatten ja hier vorne eine Stadt bekommen, hier unten. Hier einen Staudamm beschleunigen, indem wir mit dem runterziehen, zwei Aktionen durchführen. Einmal ins Wasser, bitte. Mhm. Der hat nur noch eine Aktion, den brauchen wir eigentlich für... für was anderes. Er könnte weiter Eisenbahnen bauen. Der hat vier Aktionen und ihn ziehen wir. Der kann runter. Einmal hier rein. Der Kollege vorne hat auch vier. Kann er auch ins Wasser. Einmal ausheilen, bitte. Einmal. Oh, ja, ja. Einmal Stadt bauen und es drin verschanzen gleich. Militärpionier Eisenbahn schon mal raufbauen. Das ist der, den wir gleich ins Wasser ziehen. Wir wollen unten nämlich einen Staudamm errichten. Eine unserer Handelsrouten wurde geplündert, als im Chat. Gucken wir uns gleich mal an. Feuerfall. Tatsächlich, hier vorne. Schweinebande. Weltwunder wurden gebaut. Saint-Coré, Angkor Wat, Mont-Saint-Michel, Uni von Oxford und leider auch Apadana. Hier wurde eine Flussüberschwemmung verhindert bei den Nachbarn. Rock'n'Bull. Hat Moksha jetzt mehr Wohnraum, mehr Annehmlichkeiten? Stadtstatus ist auf der Kippe. Wir müssen dringend noch mehr machen. Tarantelkette. Hi. Danke fürs 8. Abo. Schön, dass du da bist. Danke dir. Knitterjack. Danke fürs 49. Ja, ich hab dich auch sehr gern. Das ist der Anführer der Äthiopier. Das ist Menelik. Danke an Knitterjack. One more turn. One more Abo. Wir werden sofort angegriffen. Ja, aber das überleben wir. Aber die Gegenseite vielleicht nicht. Boah, ich hoffe, das wird jetzt reichen. Die nächste große Persönlichkeit, ein großer Admiral. Einmal rekrutieren, bitte. Dann, da ist das Kunstmuseum, ein Sendezentrum obendrauf. Haben wir Strom? Einmal ein Sendezentrum, bitte. Wir hatten uns überlegt, hier wollten wir einen Unterhaltungsdistrikt hinbauen. Hier ist schon einer. Dann steht der Zoo hier drauf und da kommt nachher ein Theaterplatz hin. Dann wollten wir noch einen Unterhaltungsdistrikt hier hinbauen. Um die beiden zu boosten. Dann müssen wir hier einmal roden. Aber wichtiger ist mir im Augenblick, wir wollten hier noch wechseln auf die Mobilisierung. Machen wir kurz den Handwerker-Check überall. Handwerker maximal 2 Runden überall. Okay. Ja. Hier vorne ein Handwerker rein und das und dann hier vorne hin und das dann hier roden und einmal kaufen. Ich wollte eigentlich hier unten noch einen Handwerker haben. Den können wir uns, glaube ich, erst nächste Runde kaufen. Nächste Runde können wir uns noch vielleicht hier einkaufen. Das ist das Kunstmuseum.
Handwerker. 5 Runden ist zu lang. Mit dem Sendezentrum weiter. Bauen wir das schon mal an. Unterhaltungskomplex können wir gleich hier hinsetzen. Obwohl, das sind ja nur 5 Runden. Ist egal, wir machen es in dieser Reihenfolge. Kohlekraftwerk ist da, gibt Energie. Seehafen geht schön schnell. Stadtmauer dauert nur eine Runde und bringt einen Tourismus. Das Gustav Eiffel. Sag mal, das Weltwunder beschleunigen. War Kisivane. Ich glaube nicht, ne? Mit Monsieur Eiffel können wir das machen. Wir sind schneller. Also in der kurzen Zeit, in der wir gebaut haben, irres Tempo. Das schaffen wir. Da müssen wir auch nicht nachhelfen. Wir sollten uns eher gleich überlegen, wo wir die anderen Weltwunder hinmachen. Wir parken den mal hier drin. Die Freiheitsstatue boosten, die sollte eigentlich auch rechtzeitig fertig werden. Wir sind die Einzigen, die baut, also. Was bringt er? Ein Handwerker, eine Aktion. Welches Geländefeld kommt hier dazu? Erstmal gar keins. Sind wir ja vorne unterwegs. Da wollten wir hier gleich einmal roden. Eisenbahn Richtung Norden bauen, bitte. Ein 5er Handwerker, das ist prima. Oder wir schicken ja einfach den 5er Handwerker hier runter. Können wir auch machen. Da müssen wir hier unten keinen kaufen. Einmal hier lang, einmal hier unten lang. Einmal hier vorne hin. Hallo Hammerfelser, ich glaube nicht. Um auf deine Frage zu antworten hier. Handwerker hier vorne. Das schicken ihn ins Wasser. Da hatten wir einmal Eisenbahn gebaut. An der potenziellen Front baue ich gerne mehrere Eisenbahnstrecken. Mal um die Ecke bringen, bitte. Gerne. Entschuldige die kurze Antwort, aber ich bin vollkommen in Ziff versackt hier. Einmal heilen. Das können wir auch über eine Beförderung lösen. Und wieder eine Runde weiter hier. Wir wollten die Stau sehen, die Stau hydroelektrischen Staudämme noch einstellen, ne? Das heißt, hier vorne hier da die drei, ne? Und der ist im Bau, der ist auch schon fertig. Die hat man gerade freigeschaltet, die geben lokal plus 6 Energie. Einmal in dieser Reihenfolge. Dann gerne noch. Das war der Stadion von London, ne? Mhm. Das sollten wir machen. Nationalmuseum bauen. Wenn wir auf Kultursieg gehen. Schiffswerft.
erstmal den Stausee hier. Noch mehr Weltrunde bauen. Gottesbeförderung, USW. Entscheiden wir nach. Ach, wir machen erstmal den. Wir gucken das danach. Und wieder eine Runde weiter hier. Eine Wohnfülle für die Biosphäre planen, einen Schritt nach dem anderen. Erst wenn wir es freigeschaltet haben, dann ist es viel leichter auf der Karte zu platzieren und zu planen. Oh, habe ich vergessen, die Anfängerkarte zu wechseln? Schade, habe ich vergessen gerade. Vorschlag abgelehnt. Die wollen uns ein religiöses Werk andrehen, uns einmal Geld geben. Religiöses Werk ist keine Reliquie. Reliquien verlieren an Kraft, an Tourismus Kraft. Das eigentlich nicht, aber wir haben nichts. Wir könnten das ausstellen irgendwo. Es ist von den Galliern. Mit den Galliern wetteraffen wir, glaube ich, ne? Könnten wir gegen die einsetzen. Gib uns ja einmal Geld. Wir geben, ich will ihnen ungern die Wale, ich will die nicht zufrieden machen. Ich will die eigentlich nicht zufrieden machen. Ich will denen gerne Werke abnehmen. Wir können ihnen Geld geben und die Ressource und dafür das Werk. Das können wir machen. Ja? Hallo Obi, Mike Kenobi. Ob es Gerüchte, Infos gibt zu Civ 7? Infos, nein, Gerüchte, ja. Reka, Satellitentechnologie. Die zweite Stadt flippt heute Abend. Die zweite Stadt flippt, eine mongolische. Die Mongolen wollen lieber Engländer sein. Wollen die Stadt behalten, aber holla. Drei Zeitalterpunkte. Und hier vorne, in 11 Runden geht es potenziell weiter. Mal schauen, ob das klappt. Sehr schön. Was kaufen wir hier? Einmal ein Monument, bitte. Einmal einen Kornspeicher, bitte. Was war das gerade? Eine neue große Persönlichkeit, ein großer Künstler. Katsushika Hokusai. Haufenweise Landschaften. Jetzt läuft's aber. Und hier stimmt was nicht mit den mit der Verteilung der, der Bürger hier. Hier stimmt irgendwas nicht. Und es mal ein Feld von den Nachbarn. Die Anzeige ist ja Quatsch. Ich mache mal einen Fokus auf Nahrung. Jetzt haben wir plus 3. Das unten kann man es nicht holen. Das ist vierter Ring. Und so funktioniert es doch schon mal ganz gut. Da unten brauchen wir jetzt auch noch Handwerker, die dort unten helfen. In einer Runde rennt einer runter. Hier vorne hatten wir doch gerade auch einen. Der kann auch helfen. Portland, einmal der Zoo. Sehr schön. Einmal die Uni hinterher. Mulcantani, das Sendezentrum. Forschungslabor. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier Werke reinstellen können, die hier für Unzufriedenheit sorgen, ja? Haben wir schon Musikstücke? Ich glaube, noch keine. Noch keine. Wir würden die Stadt boosten. Hier ist doch schon ein Theaterplatz, ne? Und da vorne ist... Was für Werke gibt es drin? Ist schon komplett befüllt mit Werken. Der Theaterplatz von Bologna. Da ist er. Amphitheater ist da und Kunstmuseum war auch da, ne?
Ja, ist auch befüllt und ein Sendezentrum haben wir, glaube ich, noch nicht hier, ne? Da kommt es rein. Mehr geht gerade nicht. Da sind keine Bilder drin, nur Bücher. Was? Wie? Wo? Das geht doch gar nicht. Hab ich nicht gerade die gezeigt, dass da Werke drin sind? Bologna? Ich glaube, das ist eine Fehlinfo aus dem Chat. Der Tooltip zeigt uns da an, dass dort Kunstwerke drin sind. Da steht's doch. Da steht doch drin. Es gibt zwei große Werke drin. Ah, jetzt weiß ich, was er meint. Alles klar. Dann schauen wir uns das nochmal an. Da oben ist es. Da müssen wir die reinpacken. Da müssen drei Werke rein. Wir haben noch gar keinen. Wir haben nur eines. Das können wir da hinpacken. Mehr haben wir nicht. Wir haben nur das eine. Eine Reliquie kann man da nicht ausstellen. Mehr ist nicht zum Hin- und Herpuzzeln da. Aber um die Werke geht's. Da haben wir gerade jemand bekommen. Wir könnten versuchen, welche zu handeln, ja? Einmal die, das gucken wir uns gleich mal an. Ein Theaterplatz. Hier vorne wäre ein super cooler Campus. Und Theaterplatz könnte man überall hinbauen. Hier könnte man das hinpacken und den Kahüker-Hügel überbauen. Ich weiß nicht. Kanalisation. Erstmal mehr Wohnraum, bitte. Das ist nämlich gleich alle. So, und jetzt haben wir einen weiteren Joker-Politikplatz, weil wir... Warum haben wir einen weiteren Joker-Politikplatz plötzlich bekommen? Wo ist denn der zweite Joker-Politikplatz bekommen? Wir hatten doch die ganze Zeit nur einen. Wo ist der hergekommen? Unsere verbotene Stadt? Nein, wir haben keine. Haben wir die verbotene Stadt gebaut? Nein. Wir hatten die ganze Zeit doch nur einen Jokerplatz. Die neue Stadt, die geflippte, da war der. Cool. Tatsächlich, nein. Mega cool. Verbotene Stadt, ein Jokerpolitikplatz. Wir bauen Wunder, aber lieber ist, wir lassen sie bauen. Super cool. Nein. Super. Und jetzt können wir hier problemlos... Jetzt können wir wieder Karten wechseln. Wir können die Handwerkerkarte wieder rausschmeißen. Wenn irgendwo kein Handwerker mal im Bau ist. Einer ist nur im Bau. Den schmeißen wir hier einfach raus. Die beiden schmeißen wir raus. Müssen so viele rausschmeißen. Wir kommen jetzt, ziehen die noch durch. Zwei Runden. Ja, dann machen wir auch zwei hier. Komm. Sollen wir hier einen Händler machen, schnell? Ja, das ist okay. Dann lassen wir die Politikkarten so drin und packen nur eine neue noch rein. Genau, wir spielen England und da gehört das Mopsen. Stehlen von Kulturgütern eigentlich zur kulturellen Identität, zumindest vergangener Jahrhunderte. So, was packen wir rein? Eine Wirtschaftskarte wieder? Nee, doch, die inländische Handelsroute-Boost-Karte. Kollektivierung. Oder wir sorgen für mehr Annehmlichkeiten.
Machen wir beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal nehmen wir die an. Kann man machen das jetzt. Wir nehmen die Annehmlichkeitenkarte hier rein. Liberalismus. Schaut mal, wie sich das auswirkt. Alle sind zufrieden. Und sonst wären alle wahrscheinlich auch zufrieden gewesen. Fast alle. Trotzdem haben wir jetzt ein schönes kleines Polster. Handwerker. Ich habe die Handwerkerkarte rausgenommen. Nein, die habe ich doch drin. Ach nein, habe ich die gerade rausgeschmissen? Liebe Leute, Blitzingsgerät bitte jetzt im Chat posten. Bitte alle mal in das blaue Licht reingucken. Gleich glimmt ein blaues Licht auf im Chat. Bitte alle die Sonnenbrillen abnehmen. Einmal voller Vertrauen in meine Stimme. Am Anfang waren es nur Legenden, in denen die Menschen fliegen konnten. Heute alle in das blaue Licht gucken, zu einer Zeit, in der diese Legenden wahr werden könnten. Das Fliegen und neue Kommunikationsformen lassen die Welt immer kleiner werden. Doch um welchen Preis? Den Preis des Neulands. Vorstellungen davon, wie Menschen leben. Alle ins blaue Licht gucken und willkommen, liebe Grüße. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben gerade einen Rundenwechsel absolviert. Eureka kann ich da nur rufen. Wir wollen eine Stadt behalten. Wunderbar, wie cool. Die behalten wir. Bekommen Zeitalterpunkte. Und wow, schaut mal hier. Wir bekommen sogar ein Weltwunder, die verbotene Stadt. Das ist ja mega cool. Dann können wir an Politikkarten rumwechseln. Eventuell haben wir ein Nahrungsproblem in der Stadt. Ich tausche das mal dazu. Ich gehe mal kurz auf Nahrungsfokus. Da kann man mitarbeiten. Sieht zauberhaft aus. Das machen wir. Wir kaufen uns mal einige Dinge zusammen. Ein Monument. Wir kaufen mal einen Kornspeicher. Und was bauen wir in der Stadt? Wir bauen. Hat er schon einen Markt schnell mal bauen. Fabrik, einen Markt bauen wir. Eine große Persönlichkeit kommt rein. Ein großer Künstler. Ich bin begeistert. Dann kommt ein. Dann ist jetzt Zoo da. Nächster Schritt. Die Uni bitte. Und vorher noch ein Händler. In der Reihenfolge. Da ist das Sendezentrum. Spion? Nur hier können wir Militärpionier bauen. Wir könnten welche auf Vorrat machen, um überall Gebäude zu boosten, aber einmal Forschungslabor. Stadtmauern und Kanalisation, wir haben ein Wohnraumproblemchen. Industriegebiet, einmal Werkstatt hinten rein. Oder wir bauen erstmal das Sendezentrum, damit wir da gleich Musikwerke ausstellen können, die bald kommen, aber noch etwas brauchen. Politikplatz füllen. Anfangskarte bleibt noch drin für zwei Runden und wir nehmen hier unten die gelbe Karte rein. Achso, Liberalismus nehmen wir rein. Etwas mehr Annehmlichkeiten. Handwerker bleiben drin in der Reihenfolge. Dann ein weiterer Spion ist da. Mit dem ziehen wir nachher. Wir eilen der Stadt hier unten zur Hilfe. Wo setzt man den Spion hin? Welche Städte flippen wohl als nächste, Leute? Was meint ihr? Die haben wir schon bekommen. Die ist ein Stück weiter weg. Plus 01. Hier vorne haben wir ein Plus, eine Loyalität von 11,9. Das ist die Hauptstadt. Minus 9,1. Hier müssen wir jemanden vertreiben, eventuell. Ein Gouverneur. Eventuell fällt Urumqi an uns, Leute. Namensvorschläge bitte für die Stadt hier. Oder sollen nicht die Städte, die wir erobert haben, auch die alten Namen lassen?
Wir wollen die ja kulturell nicht komplett vernichten hier. Einmal Urumqi hier. Und ein großer Künstler. Einmal hier hinbeamen, bitte. Warum kommen wir da nicht hin? Wegen des Handwerkers. Dann diese einen Spion einsetzen. Also wenn die Stadt fällt, wir könnten den schon mal in Karakorum einsetzen, um zu versuchen, den Gouverneur zu vertreiben. Ja? Geht nicht. Das geht gar nicht, weil das ist ein Alliierter. Bei Alliierten kann man keine Leute hinschicken. Wir könnten nur den Galliern Leute schicken. Den Galliern oder Stadtstaaten. Hatten wir nach Tervana schon jemand geschickt? Das können wir machen. Oder ist jemand dorthin unterwegs? Ja, einer ist unterwegs nach Tervana. Könnten wir einen schicken nach Alesia. Ja? Weil mit der Begründung können wir eigentlich hier schon rübergehen. Doch, Lugdunum, da ist kein Gouverneur drin. Wir schicken einen nach Alesia. Wenn er ankommt, ist wahrscheinlich schon alles vorbei. Genau, bei Alliierten kann man nicht spionieren. Ja, das ist unrealistisch, aber ist halt so. Noch einmal Feuer frei, bitte. Ach, jetzt können wir auch plündern hier. Aber erstmal das hier kaputt machen. Einmal Küstenraubzug, 30 Gold und einmal was weggemacht. Ah, da habe ich zu früh gezogen. Ja, vorne gründen wir gleich eine Stadt. Das ist nicht unriskant. Einmal vorher die Beförderung lieber. Einmal an Land. Einmal an Land. Und hier vorne können wir jetzt hier einen Staudamm reinsetzen. Hier das Industriegebiet hin, plus zwei Nachbarschaftspunkte hierfür und plus ein weiterer durch die strategische Ressource aufs Industriegebiet, nochmal einen dadurch, dass zwei daneben stehen. Der wird komplett anderweitig erzeugt werden. Ja, fünf Aktionen durchführen. Und alles ist da. Zweiter Bürger hier. Wir brauchen viel Nahrung. Noch einer daneben gleich. Kunstwerk in der Bologna ist schon unterwegs, glaube ich. Den hatte ich hier hingebeamt und den schicken wir gleich hier vorne hin. Eisenbahn bauen. Und wieder eine Runde weiter.